Hallo bei Nerdfamilizin. Hallo. Wieder einmal mit dem wunderbaren Klaus Fessel neben mir, unser Experte für die Kardiologie. Und jetzt wird es wieder ein bisschen um Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen. Es wird vor allen Dingen wieder um das akute Coronarsyndrom gehen, aber nicht so sehr um den STEMI an sich. Klaus, es gibt ja manchmal auch, habe ich gehört, EKG-Bilder, die ziemlich akut für eine Ischämie sind, aber eben keine klaren STEMIs sind. Also es gibt leider so diese nicht ganz typischen Bilder, die dennoch wie ein STEMI auch zu behandeln sind, die für einen Patienten letztendlich ein STEMI bedeuten. Ein großes Herzkranzgefäß ist verschlossen, aber er bietet leider nicht dieses STEMI-EKG, was wir jetzt ja in den letzten Beiträgen kennengelernt haben und was wir sofort erkennen würden. Und da fangen wir doch mal an mit meinem Lieblingsding. Das ist, ich komme zum Patienten hin, der sagt, oh, ich habe so ein bisschen Thoraxdruck, nicht so den richtig schlimm, und der hat einen Linksschenkelblock. Vor EKG, es gibt es natürlich nicht, es ist Mittwochnachmittag, die Hausärzte haben alle geschlossen. Wie gehe ich da vor? Was sagt die Leitlinie zum Linksschenkelblock, zum neu aufgetretenen Linksschenkelblock? Die sagt in der Tat, dass ein Linksschenkelblock mit Symptomen, die zu einer Ischämie passen, wie ein STEMI behandelt werden sollte. Punkt. Das ist mal so die Grundaussage und die ist ganz wichtig. Und dann führt sie, und das erfreut uns beide nämlich sehr, weil wir haben uns damit ja etwas auseinandergesetzt schon länger, auch Kriterien an, die man verwenden kann, um auch in einem Linksschenkelblock, der es wirklich schwerer macht, einen Infarkt zu erkennen, aber bei manchen der Patienten kann man im Linksschenkelblock trotzdem den STEMI erkennen. Nicht bei allen, aber bei manchen. Und das sind die Kriterien nach Scarbosa. Ich glaube, darüber werden wir gleich sprechen. Aber bevor wir über Scarbosa sprechen, wollen wir doch bei Linksschenkelblock auch über den Rechtsschenkelblock sprechen. Und beim Rechtsschenkelblock, da habe ich ganz viele Diskussionen mitbekommen nach der neuen Leitlinie und dass das jetzt das neue STEMI-Äquivalent ist. Was sagst du dazu? Es hat mich auch überrascht in der neuen Leitlinie, muss ich gestehen. Da steht jetzt eben auch drin, auch der Rechtsschenkelblock bei einem Patienten mit ischämischen Symptomen sollte schnell einer Akutkur, einem Herzkatheter zugeführt werden. Und eigentlich, wenn man weiß, wie ein Rechtsschenkelblock ausschaut, dann muss man sagen, so einen richtigen STEMI erkennt man eigentlich im Rechtsschenkelblock ganz gut. Man sieht Hebungen über der Hinterwand, man hat über der Vorderwand keine Hebungen bei einem Rechtsschenkelblock, sondern T-Negativierung in V1 bis 3, das muss man wissen, die sind normal, aber so Hebungen, die wird man eigentlich denken, die kann man beim Rechtsschenkelblock erkennen. Aber ich habe mich auch am Anfang ein bisschen gewundert und dann habe ich mich an so ein paar Fälle erinnert, wo ich dachte, Mist, da wurde es doch ganz schön schwer. Und zwar ist es so, dass es doch EKG-Bilder gibt, und das sind die kritisch kranken Patienten, die einen Rechtsschenkelblock haben und die haben meist dann auch einen übertretenen Linkstyp, also linksanterioren Hemiblock, und die bifaszikulär dann schon, einen oder? Bifaszikulären Block, genau. Schwierige Kiste. Und die haben dann eben auch Hebungen, wo man sich dann schwer tut, überhaupt QRS-Komplex und ST-Strecke auseinander zu dividieren. Und da wird es teils schwierig. Ja? Das schaut dann fast so wie Grabsteine, wie diese Tombstones in den Western aus. Und das sind wirkliche Hochrisiko-EKGs, wo man sich schwer tut, jetzt eindeutig den STEMI so zu sehen. Da braucht man viel Erfahrung. Und jetzt mal wieder unter uns, weg von der Leitlinie. Persönlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, man sagt ja, der Rechtsschenkelblock hat eine höhere Mortalität in Verbindung mit dem akuten Coronarsymptom. Ich habe mir immer gedacht, naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man darunter schlechter die Ischämie erkennt, dass die Mortalität schlechter ist, oder hat der Rechtsschenkelblock an sich, also dass da irgendwo was blockiert, Outcome-Relevanz. Weißt du das oder siehst also, du das? Der neu aufgetretene Rechtsschenkelblock, meist eben auch mit dem übertretenen Linkstyp, das ist ein Zeichen, dass was ganz Proximales am Riva oder noch weiter proximal so Richtung Hauptstamm sich tut. Und das sind wirklich Patienten, die sind meist auch klinisch schlecht. Also nicht wie der von dir am Anfang moderierte Patient mit mäßigem Druck, sondern das sind die
kaltschweißig grauen Patienten, die eigentlich am Rande des kardiogenen Schocks stehen oder schon im Schock sind. Weg von dem Ganzen. Gehen wir wieder zurück zum Linksschenkelblock, sonst bin ich zu verunsichert. Und reden wir über den Herrn Scabossa und seine Kriterien. Eine Frau. Echt? Ja, eine Frau Scabossa. Meine ich doch. Reden wir über die Frau Scabossa, umso besser. In einem männerdominierten Fach wie der Kardiologie, dass da mal jemand als Frau richtig aufräumt. Mhm. Scabossa-Kriterien und die modifizierten Scabossa-Kriterien, die helfen uns ja beim Linksschenkelblock, Klaus. Was versteht man denn eigentlich darunter? Also die Scabossa-Kriterien, da gibt es drei Hauptkriterien, die wollen wir jetzt mal einblenden. Genau. Die zeigen uns, wann Abweichungen von dem normalen Linksschenkelblockmuster auf einen STMI hindeuten. Okay, und muss jetzt eines bei den modifizierten Scabossa-Kriterien, eines der Kriterien positiv sein, zwei oder wie ist das? Letztendlich gibt es ein Kriterium, was ganz eindeutig für den STMI spricht. Und letztendlich ist es da, wenn die ST-Strecke Hebungen in der gleichen Richtung zeigt, wo auch der QRS-Komplex positiv ist. Ja, also die sogenannte konkordante ST-Hebung, und das ist schon ein eindeutiges Kriterium. Die anderen Kriterien, die haben halt eine relativ schlechte Sensitivität und sind nicht ganz so stark. Okay, wobei es ja schon ein starkes Tool eigentlich ist für den Linksschenkelblock. Ja. So, jetzt habe ich schon manchmal Leute gesehen, die sahen aus wie ein Linksschenkelblock. Und dann habe ich die abgetastet und dann hatten die hier so einen kleinen Kasten und ich habe einen Schrittmacherausweis in die Hand bekommen. Da war es gar kein Linksschenkelblock, es war ein Schrittmacher. Mhm. Wie ist es mit denen denn? Ja, schaut ja durchaus so ein bisschen ähnlich aus. Also wenn im rechten Ventrikel gepaced, stimuliert wird, dann schaut es so Linksschenkelblockartig aus. Mhm. Es gibt so Unterschiede, die haben meist weniger Erdsacke und keine T-Negativierung in V5-6. Also schaut schon ein bisschen anders aus, aber so Linksschenkelblockartig. Mhm. Und in der Tat gibt es jetzt aus neuen Studien durch den Herrn Smith gibt es Hinweise, dass man diese Kriterien, die Scabossa oder durch den Smith modifizierten Scabossa-Kriterien, dass man die eben auch für die gepaceden Rhythmen anwenden kann. Mit der gleichen Einschränkung, wenn man ein Kriterium für den STMI findet, ist es ein deutlicher Hinweis für den STMI, aber ist es nicht zum Ausschluss geeignet, wenn man die Kriterien nicht findet. Also schlechte Sensitivität. Hm. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar, ich glaube, in den Niederlanden zum Wellenreiten. Ah! Oder war es das Wellenzeichen? Klaus, hilf mir. Ja, die Wellen. Das Wellensein, und da gibt es sogar noch zwei Typen, um das Ganze noch komplexer zu machen. Das Wellensein ist auch so was, über das man immer mal wieder stolpert. Das ist durchaus häufig und es ist ein Zeichen. Typischerweise ist es der Patient, der keine Beschwerden mehr hat, der zu uns in die Notaufnahme kommt und sagt, er hat jetzt Herzschmerzen gehabt und die Herzschmerzen sind jetzt weg. Und wir sind vielleicht versucht, ihn durchaus so ambulant zu handeln und wieder nach Hause zu schicken. Und er zeigt eben diese EKG-Kriterien, die werden wir jetzt mal einblenden. Mhm. Das erste ist dieses Valence-A-Zeichen, wo man eben diese biphasischen T-Negativierungen hat. Das heißt, es geht erst hoch und dann runter. Und das in den Ableitungen V2, 3, 4 typischerweise. Und oft wird daraus dann eben dieses Valence B im Verlauf. Manchmal geht es auch direkt zum Valence B. Und wenn wir den Patienten heimschicken, haben wir ihm, glaube ich, keinen Gefallen getan, weil der hat ein hohes Risiko, dass er stirbt. Weil dieses EKG-Zeichen darauf hindeutet, dass er noch eine hochgradige Engstelle am Riva hat, also am dem Ast, der die Vorderwand versorgt. Und wenn wir die nicht beheben, dann kann es sein, dass die Engstelle beim nächsten Mal
zugeht und zubleibt. Aber Moment. Wenn das Troponin unauffällig ist, dann ist doch die Sache sicher, oder? Leider nicht. Es kann dieses Valentine geben und der Patient hat in der Tat kein Troponin und sich daher nie nur auf die Laborwerte verlassen. Immer Klinik, EKG, Labor. Okay. Apropos Holland, da gibt es ja noch mal einen. Den Herrn De Winter. Da wird mir ganz kalt. Was ist das nun wieder? Das De Winter-Sein ist auch ein typisches EKG-Bild, wo einem STEMI letztendlich entspricht, aber nicht so leicht als STEMI zu erkennen ist. Ja, es ist tückisch, weil man sieht schon, dass das EKG nicht normal ist. Wir zeigen es mal mit diesen ST-Senkungen und diesen hohen T-Wellen über der Vorderwand. Aber dass das Gefäß wirklich zu ist, hätten wir nicht unbedingt gedacht. Und insofern auch ein zeitkritischer Notfall, verschlossenes Gefäß. Ich finde immer, wenn ich das De Winter-Sein sehe, dann denke ich immer an Erstickungs-TS. Ist es ja auch so ein bisschen. Ne? Ja, aber genau. Geht das dann immer in ST-Hebungen über? Eben nicht. Also wenn man sich nicht sicher ist, sind es Erstickungstees, dann ist ja mein Rat immer, du weißt, ich liebe EKGs und was ist schöner als ein EKG, ein zweites EKG. Mein Rat ist dann immer, wenn man sich nicht sicher ist in der Situation, der Patient ist weiterhin kritisch, hat Schmerzen, schreibt nochmal ein EKG. Und gerade bei den Erstickungstees, da sehen wir dann 20 Minuten später, jetzt sind eindeutige Hebungen da. Und beim De Winter, da kann es in der Tat so sein, dass der weiterhin dieses EKG bildet, dass er weiterhin dieses EKG zeigt, aber nie Hebung entwickelt. Und am nächsten Tag ist das Troponin größer 10, die CK 10.000 und die Vorderwand ist weg. Das wollen wir nicht. Also zusammengefasst, der Linksschenkelblock, der ist und bleibt ein STEMI-Äquivalent. Bei Patienten, der ischämie-typische Symptome hat, ja. Okay. Ja. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob alt oder neu, Linksschenkelblock, dann können wir die Scabossa-Kriterien von der Frau Scabossa hinzunehmen. Ja. Wunderbar. Wie sieht es aus mit dem Rechtsschenkelblock? Der Rechtsschenkelblock im Zusammenhang mit ischämie-typischen Symptomen sollte auch an eine baldige Herzkatheteruntersuchung denken lassen und ist vor allem ein Zeichen von Patienten, die einen schweren Befund und oft auch eine schlechte Prognose haben, wenn wir nicht schnell handeln. Und Valence zeigt was? Valentine zeigt typischerweise der beschwerdefreie Patient, der kurz sein Gefäß zu hatte und ist von selber wieder aufgegangen und kann aber jederzeit wieder zugehen, sprich auch zeitkritisch. Und De Winter? De Winter kritisch, großer Vorderwandinfarkt, der sich aber nicht mit den typischen Hebungen äußert. Puh, okay. Schneller Ritt durch die Ischämie-Diagnostik im EKG. Klaus, vielen, vielen Dank. Gerne. Du hast nochmal Luft geholt. Gibt es noch was? Ja, da gibt es ja noch die Hebungen in AVR. Darf ich darauf noch eingehen? Unbedingt. Also, das ist ja schon länger jetzt bekannt. Früher haben wir immer AVR ignoriert. Und es gibt aber auch Patienten, die haben Hebungen in AVR. Jetzt haben das viele Schenkelblöcke und so. Und inzwischen ist es schon fast inflationär. Wird in einem EKG gezeigt, der hebt in AVR. Und das ist auch gar nicht relevant. Deshalb möchte ich das ergänzen. Hebung, ST-Elevation in AVR. Manchmal auch noch ein bisschen in AVL oder in V1. Und in mindestens 8 Ableitungen deutliche ST-Senkungen. Und zwar so im androlateralen Bereich. Das heißt 1, 2, AVL und dann eben V3 bis 6. Das mit den 8 Ableitungen war mir auch neu. Ich dachte einfach eben ausgeprägte ST-Senkung. Amerikaner sagen 6, also auf jeden Fall in vielen Ableitungen deutliche ST-Senkung. Okay. Und wenn wir über AVR reden, dann reden wir auch über den posterioren Infarkt, denn ich glaube, das ist ja auch was dir wichtig ist. Ja, genau.
Es gibt den strikt posterioren Infarkt und das sehen wir im normalen EKG, im 12-Kanal-EKG vielleicht nur diskrete Hinweise drauf, vielleicht so ein bisschen eine Hebung in 3 und eine ST-Senkung und eine T-Negativierung in V1, 2, 3. Und das ist in der Tat eventuell auch ein STEMI. Mhm. Und zwar ein STEMI, der sich auch nicht durch Hebungen äußert, sondern nur durch dieses typische EKG-Bild. Und natürlich muss der auch sofort wie ein STEMI, wie jeder STEMI, kathetert werden und so zeitkritisch behandelt werden. Und was einem da aber hilft, sind die Zusatzableitungen. Die haben wir ja schon im anderen Podcast kennengelernt. Genau. V7 bis 9, wo wir dann spiegelbildlich zu den Senkungen dann eben hinten die Hebungen sehen. Da hatte letztens ein sehr erfahrener Notfallmediziner gesagt, die braucht man nicht, die Zusatzableitung, weil man sieht ja die Senkungen, wenn man schlau ist, dann sieht man die immer. Siehst du das so? Offen gesagt, wenn ich einen posterioren Infarkt schon in V1 bis 3 sehe und der Patient hat die Klinik, dann würde ich mal ausnahmsweise nicht weinen, wenn es nicht geschrieben wird. Aber dem nicht zu erfahrenen hilft es einfach. Ein super Statement. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich fertig. Ja. Ein echt wilder Ritt. Ich kann immer nur wieder sagen, obwohl ich ja der internistischen Gilde angehöre, EKG-Lesen ist nicht so einfach. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Mhm. Klaus, du hast uns dabei extrem geholfen und ich hoffe, wir sehen dich auch noch ein paar Mal. Wenn es wieder heißt, Notfallmedizin wird nerdig. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt bitte teilen und liken. Bei WhatsApp anmelden, wenn ihr noch nicht da seid. Und so viel sei verraten, wir werden eine ganze Menge noch künftig zu EKGs liefern. Und wir sind extrem gespannt, wenn ihr Rückmeldungen habt, Fragen, Feedback. Bombardiert uns, wir reichen das gerne auch an den Klaus weiter. Und ansonsten die, die im Raum Nürnberg wohnen, ihr seht uns vielleicht in der Notaufnahme. Auch da sind wir immer für ein nettes Wort zu haben. Oder gerne ein EKG vorbeibringen. Vielleicht mit Patient. Oder ohne. Wie ihr wollt. Macht's gut. Ciao.